Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf der Karte noch ein bisschen Marsch für so 2.7. Ja, aktuell ist Grünwetter dran und das klappt nicht so, wie es klappen soll. Die Abfahrer sind da ein bisschen stur. Mal schauen, wie der Deutz jetzt ranfährt, ne? Wie ein Verrückter. Ja, und da mal einsteigen, ob er den richtigen Abstand gewählt hat, ne? Mal gucken. Ich hatte ja war immer sehr klein. Beim anderen hat es noch nie geklappt. 70 scheint nicht der Wert zu sein. Das muss der sein. Und zwar runter auf 1,5. Jetzt muss ich trotzdem mal warten, bis er das alleine macht, weil sonst wird das nie was, dass ich einen Wert rauskriege, ne? Eigentlich machen wir das automatisch, aber Rohrabstand. Ja. Ja, Feldbegrenzen, ne? Machen wir kurz gleich weg, den brauchen wir nicht dafür. Fahren wir nicht in den Graben rein. Ich habe extra keine LKWs genommen, weil die immer Probleme machen beim auf dem Feld fahren. Das ist wieder nicht richtig. Das ist jetzt. Tja, das ist schwierig, ne? Gehen wir auf Null. Ich wüsste jetzt nicht, was ich machen sollte. Kommt noch nicht drauf. Ob er das Fahrzeug nicht erkennt? Normalerweise schon, ne? Jetzt kriegen wir drüben nicht fertig hier. Dann müsste ich wieder manuell eingreifen, das wäre irgendwann wäre es ja ein Problem, ne? Weil da nachher, ja, kann man sagen, das nie packt, ne? Na, wird nichts. Das wird nichts, Junge. Das ist eine lustige Aktion auf 65. Das hat auch gut geklappt hier auf dem Dings, auf der Touring-Karte. Eine Ruder gehabt, ne? Hatte ich gehabt. Ja. Wie kriegen wir am besten hin? Dass der im Prinzip fährt ja ran, aber wie gesagt,
Muss ich minus gehen. Fahr weiter. Was ist los? Wieso geht nicht weiter hier? Ja. Mal schauen. Ja, das sieht schon besser aus, ne? Klar, nicht hundertprozentig. Minus 0,8. Ein bisschen warten, weil das muss ja mal einklappen. Ne? Wenn wir den Wert raus haben, dann läuft das nicht alleine. Und spätestens nach dem großen Feld, der großen Insel, sind wir hier entsprechend ganz gut, wenn es perfekt läuft. Ne? Ja, heute wird ein langer Abend, sagen wir so, für mich, ne? Obwohl ich sagen muss, ich habe extra so ein Nachmittagsschläfchen gemacht. Das macht die Sache ein bisschen mehr angenehmer, muss nicht gegen ankämpfen. Ne? Und so ist ein schöner Abend. Da hinten heraus kein Ende in Sicht, weil ich morgen nicht aufstehen muss. Ne? Das ist gut. Indem man nicht um 3:30 aufstehen müsste, wäre das ungünstig. Ich glaube, das ist hier mit 0,5 oder 0,8 guter Wert. Ja. Was, wie wäre das jetzt hier mit 0,8? Minus 0,8. Und dann könnte man hier ein bisschen nach vorne gehen. Das ist im Prinzip, bis man nach vorne fährt. Minus 0,8. Aua. Dann stellen wir den Markt auch mal so ein. Und dann können wir gleich nochmal schwarten beginnen. Na, schwarten aber nicht mehr. Weil das soll durchlaufen gehen, ne? Obwohl, wenn ich nicht mache, dann kann es passieren, dass ich das vergesse, dass ich da Prinzip mit scharf einstellen müsste, ne? Ja, wiederum könnte ich heute auch mal 2 Folgen mehr machen. Dann wäre ich da im Prinzip für nächste Woche gut gerüstet, ne? Aber minus 0,8. Okay, machen wir 1, also 2 Meter. Oha, wo ist er hingefahren? Gibt es da echt so einen Kurs? Macht ja nichts, ne? So, schwatten. Aber das Mähen werde ich später machen. Das Schwatten fange ich mal hier vorne an, dann will man nicht da oben fahren. Das ist im Grunde beim Schwatten und Mähen im Grunde egal, wo du anfängst. Ne? Die Ballenpressen fangen halt irgendwo an. Ne? So, denn hier eigentlich die Feldausfahrt, aber bei Ballenpressen ist das völlig wurscht. Gut, Kursplay. Erstmal den alten Kurs gelöscht, ist gelöscht. Kursgenerierung, Feld 50. Fahrgewinde 2. 2 Fahrzeugen, 14,8, rundherum 2 Fahrzeuge, ja. Beginn auf, auf Feld rein.
Das ist deswegen wichtig, beim Ballenpressen würden die sich immer zu sehr zu nahe kommen. Ne? Wenn jetzt hier die Ballenpressen anfangen, ringsherum, und legen die Ballen ab, dann würden die später beim in der Mitte Ballenpressen immer um die Kurve rumfahren und die Ballen immer auffliegen. Und ich müsste vorher einsammeln. So, das ist jetzt der Fahrzeug links. Das ist der erste, ist links. Jo. Das funktioniert alle ganz gut. So, C. Und dann müssten die Ballen wieder repariert werden, ne? Hier Kurs. Erstmal allen Kurs löschen. Dann muss es ja ein Fahrzeug sein, der im Prinzip ganz dicht dran ist, ne? Hier 43 Meter. Und den muss ich speichern, so oder so, weil ich demnächst noch Ball pressen werde. Und da brauche ich praktisch einen Kurs rechts. Also speichern. Und zwar Feld 50, Schatten 14,8 Meter. Feld 50. Schatten 14,8 Meter. 2 Fahrzeuge. Punkt. Speichern. Es geht darum, denn wenn ich da jetzt doch heute aufhören werde, dann ich da entsprechend gleich und sofort wieder Punkt habe, wo ich anfangen kann. Ne? So, ersten Wegpunkt einstellen. Und mit dem zweiten werde ich auch mitfahren, weil da habe ich die Gewähr, dass es auch klappt. Sonst kann es sein, dass es mal nicht klappt. Ne? Ah, achso, entlassen. Jetzt fällt mir ein, was ich machen wollte. Entlassen. Und zwar, ich wollte ja auf scharf einstellen. Das heißt, beim Programmieren muss ich zurückfahren. Damit er im Grunde den Feldrand mit berechnet und im Prinzip vorne auch anfängt. Ne? Mittendrin ist immer ein bisschen ungünstig. Ich muss noch mit einem Fahrzeug zurückfahren. Ich wollte ja scharf machen. Die Rundung, das klappt nicht. Das ist. Da lässt er nicht so viel liegen. So, eine neue Rechnung. Erstmal löschen. So. Kursgenerierung. 50. Weich. Scharf. Gewisse Einstellungen stellt er sich immer wieder zurück. Also wenn man etwas möchte, muss man darauf achten, dass alles dann passt, wie man es haben möchte. Mit zwei Fahrzeugen bleibt so. Gut. Und dann werden wir den Einkurs Feld 50 löschen. Ja, den hier. Und dann neu speichern. Sonst haben wir den doppelt drin. Und später ist das nicht gut, weil ich damit nicht merken kann, welcher Kurs der richtige ist. Dann ist garantiert immer der falsche. Beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass das falsche ist, ist dann recht hoch, so 50%. Ne? Ja. Dann beginnt es zum ersten Wegpunkt. Einstellen. Jetzt muss ich sogar schnell sein, weil der soll ja zwei Kilometer nicht. Zwei. Das sind die einzelnen Kurse. Ah, da ist er. Oh.
Das ist nämlich so ganz wichtig. Ich habe schon 15 Minuten gespielt. Das ist Wahnsinn. Ja, ist ja kurz gespeichert, ne? Das scheint nicht zu funktionieren. Scheint. Und der Abstand hier wird minus 0,8. Ja. Mal drauf kommen, wenn man minus gehen muss, ne? Aber wie gesagt, bei der Getreideernte hat die Abstände geklappt automatisch. Kann ja auch sein, am Mod liegen, ne? Das kann natürlich auch sein, ne? So, ich habe mir an sich teilweise gute Ernte gehabt und teilweise auch schlechte. Aber wie gesagt, das kann durchaus damit zusammenliegen, hängen, dass das recht trocken hier ist, ne? Also wie gesagt, Wetterbericht von Niederschlägen her. Ja, ging zumindest zweimal Regen, ne? Noch einmal Schnee. Aber das ist noch lange hin. Wir haben ja gerade mal jetzt Tag 4, Herbst. 5 und 6 kommt noch. Und na, kommt euch so nah. Das hier ist ein ganz blöder Anfang. Weil das hier so dicht zusammengebaut ist, ne? Also da sehe ich schon Probleme. Da wird mit dem mal warten. Weil der kommt entgegen und dann fange ich hier an. Weil das bringt nichts. Die beiden Kurse sind so dicht zusammen. Da hilft auch der Abstand nicht. Da muss ich warten, bis der andere wieder zurückkommen ist. Auch die Rübenente klappt. Das ist gut. Ja. Hier. Unser Schwader, er wandert. Das dürfte eigentlich nicht sein normalerweise. Na ja, jetzt kommt er zurück und dann muss ich das muss ich warten. Bei Ballenpressen sind nicht ganz so dramatisch, welche Bahn er näher nimmt. Der eine wird schon Vollgas sein, ne? Aber noch einen Augenblick, bis er wieder zurückkommt. Und dann machen wir weiter. So. So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Für die heutige Sonntagsfolge. Und einen schönen Restsonntag und einen guten Wochenstart nächste Woche. Falls ich irgendwo mal vergessen habe in der Folge. Gut möglich. Ja, das war's. Tschüss. Ciao, ciao. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Lust und Laune habt, ich bin da. Tschüss.